Was den Amis der Oscar ist den Siegener Medienstudenten der Goldene Monaco. Das ganze Jahr über fiebern die jungen Medienmacher diesem Fest entgegen, wo sie sich in erster Linie selbst feiern. Zum vierten Mal nun wurde der Goldene Monaco gestern Abend verliehen. Einer der Hoffnungsträger, die Dokumentation über das Kinderhospiz in Olpe. Das Filmteam haben wir im vergangenen Jahr bereits vorgestellt und gestern mit ihnen mitgefiebert. Perlenkette für die Dame. Krawatte für den Herrn. Schon am frühen Nachmittag haben sich Astrid Krauthausen und ihre Freunde in Schale geworfen. Denn auch beim vierten Goldenen Monaco, der Siegener Oscarverleihung, ist das richtige Styling Pflicht. Schon der Gang zur Siegener Stadtbühne ähnelt einer großen Show. Alle sind schick angezogen, alles ist unheimlich schick. Das ist so richtiges, ja, richtige Oscar-Stimmung eigentlich. Und das ist natürlich schon was Besonderes, weil das hat man in der Uni sonst in der Art nie. Dieser Abend ist für die vier Freunde aber auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes. Weil man endlich mal dafür ja, Aufmerksamkeit bekommt für die Projekte, die man an der Uni macht. Also sonst verschwindet das in der Schublade und es sieht keiner. Und hier steht man endlich mal im Mittelpunkt für das, was man gemacht hat. Eigentlich ist der Goldene Monaco eine rein studentische Veranstaltung. Doch auch viele Prominente wie der Comedian Michael Kessler mischen sich jedes Jahr unter die 700 Gäste. Den Siegener Medienstudenten steht die Spannung buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Denn dieses Mal haben sie ihren eigenen Film eingereicht. Leben und Lachen, Sterben und Trauern, so der Titel der einfühlsamen Dokumentation, an der sie ein Jahr lang gearbeitet haben. Ja, jetzt werden wir nach Hause fahren. Der Film handelt von dem Kinderhospiz Balthasar, welches schwerbehinderte Kinder betreut. Und stellt im Grunde genommen deren Arbeit dar. Das haben wir gemacht am Beispiel von einer Familie, die ein krankes Kind haben und ein gesundes Geschwisterkind. Paulina ist 6 Jahre alt, hat eine schlimme Krankheit und es ist klar, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren wahrscheinlich sterben wird. Aber sie hat halt noch diese Freude und den Spaß am Spielen. Sie ist durch das Haus gefetzt und dann haben wir halt versucht, mit ihr zu reden und aufzunehmen, wie sie eben ja, davon profitiert, was das Kinderhospiz anbietet. 9 Monate intensive Vorbereitung, 11 Stunden Drehmaterial und mehrere Wochen Schnitt. Eine beeindruckende Bilanz. Der Film soll dem Kinderhospiz Spenden bringen. Doch nicht nur deshalb war dieses Projekt für alle Beteiligten das Beste in ihrem Studium. Und ich glaube, es war für diese Studierenden auch eine sehr wichtige Erfahrung, auch eine sehr wichtige menschliche Erfahrung, nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch an einem guten Projekt zu arbeiten. Als die Show um 20 Uhr beginnt, steigt die Spannung ins Unermessliche. 28 Werke vom Dokumentarfilm bis zum Werbespot stehen im Wettbewerb. Noch ist die Wertung der Jury ein wohlbehütetes Geheimnis. Trotz der großen Konkurrenz ist Mario Humrich optimistisch. Also ich habe jetzt sicherlich keine Rede schon niedergeschrieben, aber wir haben uns schon Gedanken gemacht, gerade insbesondere, weil es halt das Thema ein bisschen heikel ist, dass man da nicht am Ende aus Versehen sozusagen viel Unterhaltung oder schöne Bilder wünscht und das ist dann einfach nicht angemessen. Und der Gewinner in der Kategorie Beste Dokumentation lautet Leben und Lachen. Und wenn es nur der Siegende Oscar ist, die Glücksgefühle der Gewinner sind mindestens genauso groß wie beim Original. Wir haben jetzt einen Schwung Tipps und Termine für morgen zusammengefasst.